EU-Gesetzestexte. Die Erkenntnis, Lobbypapiere entsprechen nicht selten 1:1 und wortwörtlich dem späteren EU-Gesetz. In Brüssel gehen rund 30.000 Lobbyisten in den Institutionen der EU ein und aus, versuchen Einfluss zu nehmen. Denn 80% der Gesetzestexte, die hier beschlossen werden, gelten in ganz Europa, auch in Deutschland. Und ihm der Prozess gemacht wurde und die Russen haben ihm vorgeworfen, er habe sie um die Privatisierung geprellt, er habe wirklich Bodenschätze an sich gerafft. Aber die 10 Jahre Lagerhaft, die haben bei den Russen Chodorkowski zu einer moralischen Instanz werden lassen. Chodorkowski hat heute gesagt, die politischen Spielregeln in Moskau müssten geändert werden. Er hat aber nicht gesagt, ob er daran teilhaben wird, sie zu ändern. BRID. Ex-Oligarch und Ex-Jukos-Chef Chodorkowski ist begnadigt worden. Haben wir alle mitgekriegt. Es ist damit allerdings kein politischer Verfolgter, wieder auf freiem Fuß, sondern ein Wirtschaftskrimineller, wusste marialurblock.com. Erinnern wir uns. Laut eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Straßburg 2011 ist Ex-Oligarch Chodorkowski kein Opfer politischer Justizwillkür. Schön, wenn Steuerkriminelle so warm in Deutschland sogar von Ex-Vizekanzler Genscher empfangen wurden. Auch ein ständiges Aufenthaltsrecht wird schon gefordert. Dann vergleiche man ganz nüchtern, wie mit Edward Snowden umgegangen wurde. Wir dürfen eins nicht vergessen. Chodorkowski hat den Staat um 20 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden betrogen. With more than 2 million people currently incarcerated, the United States trumps China, Russia, and the rest of the world in the number of prisoners doing time. About half of those in U.S. jails are in for nonviolent offenses. Since 1990, America's private prison population has increased 1,600%. The war on drugs, mandatory sentencing, and a broken immigration policy have forced more people into prison.